Name ist Martin Luther. Ich habe entdeckt, dass Gott nicht der ist, für den ich ihn mein Leben lang hielt. Gott straft nicht, er vergibt. Ein gnädiger Gott ist er, der seine Geschöpfe liebt. Seitdem hassen sie mich. Seitdem wollen sie mich töten. Die Feinde der Wahrheit. Des Mittelalters und da waren Fantasien ja oft ganz gegenständlich. Der Wurf mit dem Tintenfass ist auf jeden Fall von größter Symbolik, denn mit Hilfe der Tinte und der Druckerschwärze hat er die Kräfte und Mächte des Mittelalters, das Papsttum, herausgefordert und bekämpft. 30 Jahre zuvor, eine typische deutsche Stadt, Mansfeld. Lärm, Gestank, Schmutz. Und dazwischen ein Kind. Eines von unzähligen in dieser geburtenstarken Epoche. Der Junge blickt in eine Welt, in der für Kinder kein besonderer Platz reserviert ist. Das Elend ist in den Straßen allgegenwärtig. Kinder sind kleine Erwachsene. Gewöhnlich werden sie früh zu harter Arbeit herangezogen. Doch dieses Kind hat Glück. Es darf die Schule besuchen. Sein Vater, ein ehrgeiziger Bergwerksbesitzer, hat große Pläne mit ihm. Jurist soll sein Sohn einmal werden, vielleicht sogar Bürgermeister. Aber der Junge wird den Vater bitter enttäuschen. Zwar wird er ein fleißiger Schüler sein und alle Prüfungen mit guten Noten absolvieren, aber sein Jurastudium wird er aus heiterem Himmel abbrechen. Ausgerechnet um Bettelmönch zu werden. Doch dann kommt alles ganz anders. Der Mönch wird zum Revolutionär. Seine Gebete werden Waffen. Den Teufel mit Tinte besiegen. Ja. Mit seinen 37 Jahren hat er Papst und Kaiser herausgefordert. Die Weltmächte. Dem Teufel das Wort Gottes entgegenschleudern. Getarnt als Junker Jörg muss er versteckt leben. Ein Partisan Gottes, der aber für seine Feinde betet. Wir vergeben unseren Schuldigen. Den Feinden das Maul stopfen mit Druckerschwärze. Ein Kämpfer mit Schreibfeder und Druckerpresse. Die Bibel will er den Menschen aufschließen. Mit der Druckerpresse die Lüge zerquetschen. Mit dem Wort Gottes, das stärker ist als alle Macht auf Erden. Nein, nicht mit Gewalt. Nicht mit Blut soll für das Evangelium gekämpft werden, sondern mit Tinte. Mit dem Wort allein. Luther war ein Mensch des Mittelalters, auch angstbefangen und auf der Suche dann, denke ich, nach der Neuzeit, nach der Freiheit, nach den neuen Ansätzen. Ich stelle mir Luther immer so vor, mit einem Fuß noch im Mittelalter, den zweiten aber wacker in die Neuzeit gesetzt. Landesarchiv Sachsen-Anhalt. Hier lagert zwischen Verwaltungsakten aus 5 Jahrhunderten ein ganz besonderer Schatz. In diesem schlichten Pappkarton werden Dokumente von größtem historischen Wert verwahrt. Es sind die originalen Briefe, die Martin Luther in den entscheidenden Monaten seines Lebens schrieb. Briefe aus den Jahren 1521 und 22. Wie ein Tagebuch der 300 Tage seines Aufenthalts auf der Wartburg. 300 Tage, in denen sich Luther vor aller Welt verstecken musste. Wie war es dazu gekommen? Gott helfe mir, Amen. Mit diesem Skandal hatte auf dem Reichstag zu Worms alles begonnen. Luther hatte vor Kaiser und Bischöfen mutig seinen Glauben bekannt, der im Widerspruch zur Lehre des Papstes stand. Das kam seinem Todesurteil gleich. In seinen Briefen schildert Luther die dramatischen Ereignisse, die sich danach überstürzen. Freies Geleit zurück nach Wittenberg war ihm vom Kaiser noch zugesichert.
Doch unterwegs stoppen wilde Reiter die Kutsche. Alles sieht wie ein mörderischer Überfall aus, ist aber eine Rettungsaktion in letzter Minute. Luther wird von seinen Freunden entführt, bevor ihn seine Feinde in die Finger bekommen können. Hinter dem cleveren Coup steht er, Friedrich, Kurfürst von Sachsen, den man später den Weisen genannt hat. Er unterstützt insgeheim Luthers Kritik an Rom, vor allem weil das Geld, das nach Rom fließt, seinem Land verloren geht. Die Wartburg wird nun für 300 Tage Luthers geheimes Exil. Gefängnis und Schutzburg zugleich. Der Ort, an dem Luther das Christentum neu entdecken wird. 300 Tage auf der Wartburg. 300 Tage, die die Welt verändern. Aber auch 300 Tage, in denen Luther mit der Lüge lebt. Fast ein Jahr lang muss er Junker Jörg sein und unter Soldaten und Mägden seine Wahrheit verstecken. Nie im Leben habe ich so viel Fleisch gegessen. Es ist die Speise des Teufels. Ihr mästet mich zu Tode, Berlepsch. Was ein Soldat verträgt, bringt einen Menschen nicht um, Junker Jörg. Ich habe Befehl, ihn gut zu halten. Viel Fleisch und viel Wein. Was nennt man gut, wenn nicht das? Es zertrampelt mir die Eingeweide. Als Mönch lebte ich oft 3 Tage von einem sauren Hering. Schaut mich an. Ich bin fett und unleidlich geworden. Der Darm ist mir verstopft. Wahrscheinlich vom vielen Studieren. Schaut mich an. Burghauptmann des Fürsten bin ich. Und das seit Jahren. Wir teilen das gleiche Schicksal. Ihr und ich. Ich ein Soldat des Fürsten. Ihr ein Soldat des Herrn. Und beide haben mir Befehlen zu gehorchen. Aber ich bin ein Gefangener. Ein Beschützter. Ich bin ganz fremd in dieser Wüstenei. Ich sitze allein betäubt herum und draußen... Draußen tobt der Streit um Gottes Wahrheit. Wie darf ich mich verstecken, Berlepsch, wenn doch Gott an meiner Seite geht, in seinem Kampf, in seinem Feuer? Das euch schnell verbrennen würde, wenn wir nicht feste Mauern um euch bauten. Ich fürchte das Feuer nicht. Längst habe ich gelernt, was es heißt, inmitten von Flammen zu stehen. Nein, nicht wie ihr glaubt. Nicht damals in Worms, als ich vom Kaiser sagte, was gesagt sein musste. Viel früher war das schon. Als ich versuchte, Gott zu gefallen mit allem, was ich hatte, und es immer doch zu wenig war. Viel zu wenig. Da gibt es keine Flucht und keinen Trost. Da weint die Seele jämmerlich. Ihr seid ein frommer Mann, Junker Jörg. Und tapfer. Aber für einen Gottesmann ein wenig zu hitzig. Damals begann ich Gott zu hassen. Und noch viel mehr als alles andere zuvor erschreckte mich dieser Hass, dieser furchtbare Hass, der mich ja endgültig vor Gott verdammen musste. Und wie habt ihr es gemeistert? Ich meine, wie habt ihr Gott wieder lieben gelernt? Meine Verzweiflung war ja ein Geschenk. Auf einmal wusste ich aus tiefstem Elend, du musst dich nicht mühen, der furchtbaren Strenge Gottes gerecht zu werden. Unser Gott ist ja gnädig und er verschenkt seine Gabe an seine Geschöpfe, die er doch liebt. Wir müssen nichts leisten, Berlepsch. Gar nichts. Wir müssen nur bereit sein zu empfangen. Und die guten Werke? Was ist mit den guten Taten, die Gott von uns verlangt, wenn zum Beispiel so ein Soldat wie ich, der ja auch manches Mal gesündigt hat, in den Himmel will? Was ist mit dem Ablass? Nicht Gott will euer Geld, sondern der Papst, um sich und seiner verdammten Kirche eine goldene Nase zu schaffen. Ich habe es selbst gesehen, Berlepsch, in Rom. Dann betrügen uns alle. Alle Priester und Bischöfe, alle. Glaubt ihr das wirklich? Der Papst hat sie blind gemacht. Der Papst, er ist der Antichrist. Denn Geld, Berlepsch, ist niemals die Sache Gottes, sondern immer die des Teufels. Und der Teufel ist überall, wo er will. Auch im Pfarrhaus. Sogar hier ist er. Ich spüre ihn überall. Er ist hier um uns herum. Vielleicht auch schon in uns. Das macht puck, 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 puck. Das klopft der Teufel an.
Der Teufel, das ist für Martin Luther eine konkrete Person. Das ist der Papst, ganz klar der Papst. In der Renaissance fasst sich eigentlich in dieser Papstperson all das zusammen, was gegen die biblische Ethik und Moral spricht. Vetternwirtschaft, Korruption, Orgien, Wollust. Also diese ganze geballte Unmoral, all das personifiziert durch den Papst, der für Luther der Teufel ist. Hier sitzt der mächtige Feind. In Rom, im Petersdom, im Zentrum aller Renaissancepracht. Preis dafür zahlen die einfachen Menschen, vor allem die in den deutschen Landen. Mit ihrer Händearbeit erwirtschaften sie unter Mühsal die Reichtümer, die im unersättlichen Magen der Kirche verschwinden. Diese Menschen sind es, denen mit Ablassbriefen, religiösen Drohungen und kultischem Tand das Geld aus der Tasche gezogen wird. Der prachtvolle Neubau des Petersdoms in Rom, er wird von ihnen finanziert. Luther rebelliert gegen dieses Unrecht. Unbeirrt, radikal. Schreiben, schreiben. Den Teufel zurück in die Hölle schreiben. Man muss die Papstanhänger in die Bücher jagen, sie mit der Bibel vor sich hertreiben. Wer seine Seele behalten will, der hüte sich vor Papst, Kardinal, Bischof, Pfaffen, Mönchen. Der halte sie allesamt für Wölfe und Apostel des Teufels. Ich muss mit groben Äxten durch einen groben Wald, aber nicht mit Blut. Gott allein wird diese Tyrannei zerbrechen. Ja. Bewegt durch unser Flehen und Beten. Eine feste Burg ist unser Gott, so sagt er. Vertrauen auf Gott und unendliche Furcht vor der Macht des Satans. Martin Luther lebt in einer mittelalterlichen Glaubenswelt. Himmlische Zeichen, Wunder, Hexen und Hölle bestimmen da den Lauf der Geschichte. Schon seine Berufung durch Gott schildert er als Himmelswunder. Ein gewaltiges Gewitter sei es gewesen, das ihm, dem 21-jährigen Jurastudenten, den Weg zu Gott wies. Heilige Anna, hilf, ich will ein Mönch werden, Gelobter in höchster Lebensgefahr. Später dann, als Mönch, kennt er nur eine Sorge. Ich will so leben, dass Gott sich meiner erbarmt. Aber wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Diese Frage treibt ihn an den Rand seiner Kräfte, ja fast in den Tod. Denn trotz schärfster Klosteraskese spürt er, dass alle seine Mühen vergebens sind. Nie genug für den strafenden Gott. Eines Nachts aber erkennt er die Wahrheit. Er erkennt, dass Gott gar nicht jener zornige Gott ist, mit dem die Kirche immer droht, sondern in Wirklichkeit ein gütiger Gott. Einer, der seine Geschöpfe liebt. Die Welt, in der der Mönch Martin Luther lebt, wird ihm auf einmal fremd. Es ist die Welt, in der man mit Religion viel Geld macht und sich von den heiligen Knochen christlicher Märtyrer größere Wunder verspricht als von Bibelworten. Eine Welt, die von Aberglauben durchdrungen ist und von einer Kirche beherrscht wird, die aus der Angst der Menschen Profit schlägt. Vor allem mit dem Verkauf von Ablassbriefen. Kauft Ablass, kauft euch frei von euren Sünden. Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Das Ablasswesen ist, modern gesagt, ein Wirtschaftszweig. Sogar die Haupteinnahmequelle der Kirche damals, man hat eine Ware verkauft, nämlich die Vergebung der Sünden. Die Leute hatten Angst, in die Hölle zu kommen, sie wollten natürlich lieber in den Himmel. Der Weg zum Himmel ließ sich nur erkaufen durch Bares, also durch den Ablass. Und damit ein Hauptwirtschaftszweig der damaligen Zeit. Dagegen zieht er zu Felde. Martin Luther, der Protestant. Seine 95 Thesen, die er an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg nagelt, verurteilen den Ablasshandel. Der Aufruhr, den er damit lostritt, überrascht ihn selbst. Seine Thesen treffen den Nerv der Zeit.
Der kleine Mönch aus Wittenberg rüttelt an den Grundfesten der mittelalterlichen Welt und muss sich vor dem Zugriff seiner mächtigen Feinde verstecken. Luthers Kampf gegen die Kirche ist ja der Kampf eines Mannes gegen die ganze Welt. Er hat allerdings einen Partner zur Seite, nämlich, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Nämlich die Überzeugung, dass Gott und Christus auf seiner Seite steht, weil er ja die wahre Gläubigkeit, das wahre Christentum vermittelt. Er ist ein Diener Gottes. Der Sommer geht zu Ende. Es ist die Zeit, da die Bauern ihre Ernte einbringen. Und was tut er? Briefe voller Ungeduld. Wann ist seine Erntezeit? Wer bin ich? Wer war ich? Er sucht sich selbst. Ich habe gegen mich gewütet, ich habe gegen andere gewütet. Er erkennt, dass er draußen ein Feuer entfacht hat, das gefährlich außer Kontrolle gerät. Ich habe geschrien. Warum nicht unsere Hände waschen im Blut des abscheulichen Papsttums? Warum nicht eine gefährliche Feuersbrunst mit unserem Blut löschen? Es war, weil meine Worte aus gebrochenem Herzen kamen. Aber ist das eine Rechtfertigung? Schlimme Nachrichten kommen jetzt aus Wittenberg. Und der Kummer schlug um in Hass. Hass, aus Kummer geboren. Eine Gefahr für seine Sache. Denn in Wittenberg und anderswo entlädt sich jetzt aller Hass, unkontrolliert, zügellos. Fanatische Anhänger beginnen alles zu zerschlagen, was dem Papst heilig ist. Statuen, Gottesbilder, Kirchenfenster. Alles, was die Kirche in Jahrhunderten an Kultus erfunden hat. Die Erneuerung der Kirche, sie wird jetzt zum Bildersturm, zur Gewalttat. Und ist nicht er es, der die Glut entfacht hat? Muss er nicht das Feuer austreten, ehe alles zu spät ist? Ehe die gerechte Sache im Chaos versinkt? Darf er hier untätig stehen? Oh Gott, ich weiß, ich muss predigen. Ich muss es hinausschreien in alle Ohren. Wer das Evangelium einmal erkannt hat und dann noch für sich allein lebt, der lebt für den Teufel. Was erschreckt ihr? Ihr seid auf dieser Burg wie in einem Adlerhorst. Ganz sicher. Und passt gut hinein mit euren hochfliegenden Ideen. Ich war in Gedanken. Ja, ihr träumtet wohl von einer besseren Welt. Ich fragte mich, was ich hier stehe, worauf ich warte. Ihr steht hier, weil ihr einflussreiche Gönner habt. Sonst würdet ihr längst liegen, unter der Erde. Seht, Dalepsch, die Häuser, die Burgen, der Himmel, alles steht, wie es Gott geordnet hat. Wo Gott etwas hinstellt, da muss es bleiben. Und mich hat er nun einmal hingestellt, der Welt seine Wahrheit zu predigen. Ich kann gleich jetzt nach Erfurt. Fangt ihr schon wieder an, das alte Lied zu trällern? Versteht doch, ihr kennt nicht weit, ohne den Schutz des Kurfürsten, der für euch sorgt. Für mich sorgt ein ganz anderer. Viel größerer. Lieber inmitten hell leuchtender Kohlen verbrennen, als hier halbtot verfaulen. Kommt mit. Ich will euch etwas zeigen. Und dann redet mir noch einmal von Gottes guter Fügung. Kommt mit. Kommt. Noch wohnt ihr im Reich der Vögel und seht euch auch das Reich der Würmer an. Zurzeit lebt niemand im Verlies, aber viele sind da gelandet, die den Mächtigen die Stirne bieten wollten. Hört ihr die Stimmen der Verzweifelten? Und ist nicht die eure schon darunter? 100 Ellen tief schmachten sie im Finstern und wissen nach Jahren längst nicht mehr, was Sonne ist, was Wärme oder Licht. In diesem Schwarz wird alles warm. Jedwedes Denken, selbst der stärkste Glaube, alles wird Irrsinn. Im feuchten Moder dieser ewigen Nacht. Ist das den Einsatz wert? Wollt ihr so enden?
wollen. Es ist doch ein Müssen. Wenn Gott will, dass ich da hinein müsst, ich würde im gleichen Augenblick folgen. Aber Christus. Christus ginge mit mir. Es gibt vielleicht alle paar hundert Jahre nur einen Mann, der wirklich alles so auf eine Karte setzen kann, so ein Gigant ist, dass er sagt, also ich habe einen Satz, nämlich ich habe Gottvertrauen und das wird es schon regeln. Also wer sich reduzieren kann auf einen einzigen Satz, wie Luther es konnte, dass er sich in allen Krisen seines Lebens nur auf seine Gottesbeziehung verlässt, das wird ein Gigant. Das Große an Luther war sein Gottvertrauen. Aber die Angst schleicht sich zu ihm, kriecht in ihn hinein, in der Nacht. Der Teufel hindere ihn am Schlafen, so schreibt er. Er lässt die Nüsse vom Tisch räumen, zermürbt ihn mit nächtlichem Gepolter. Und dann die Träume, das Feuer, das nach Schwefel und Scheiterhaufen riecht. Der Aasgestank Satans. Auch ich habe einst an dich geglaubt, demütig, da ich nicht wusste, dass du der Teufel bist. Ich dachte, dass du allein nicht weißt, wie es um die Kirche steht, dass Pfaffen, Bischöfe und Mönche dich betrügen und belügen, dass du der Papst ein Opfer wärst, das glaubte ich. Ich schrieb dir Briefe, wollte dir sagen, wie es steht. Ich glaubte an dich, wie ein Kind zu seinem Vater läuft, um ihm die Wahrheit zu beichten. Wie ein geblendetes Pferd sprang ich herum. Warum kamst du nicht zu deinem Vater? Ich kam ja. Ich sah ja alles Elend in deiner Heiligen zur Ware wurden, wie mit den Ablassbriefen der Jahrmarkt in die Gotteshäuser zog, wie das Volk betrogen ward, um alles, ja. Selbst um das Blut Christi, den Wein, den du und deine Pfaffen lieber selber saufen. Wenn das Papsttum Lüge ist, dann ist diese Lüge über 1000 Jahre alt und von Jesus selbst bestellt. Du lügst! Alle Getauften sind Nachfahren Jesu. Alle sind Priester, so steht es in der Bibel geschrieben. Und während Jesu die Welt mit seiner Liebe an sich hingezogen hat, unterwirfst du sie mit einer blutigen Habgier. Ich gebe den Menschen Halt und Richtung. Sie dürsten doch nach Wahrheit. Ich sage sie ihnen vor. Du unterwirfst sie aufs Jämmerlichste. Du marterst sie. Du hast den Menschen all ihre Freiheit genommen. Die Freiheit, die Jesus ihnen schenkte. Du willst die alte Freiheit zurück, nimmst sie dir einfach so, um alles zu zerstören. Dann komm. Komm und sieh das Blut, das deinetwegen fließen wird in 100 Jahren. Sieh das Elend, das du unter den Christen heraufbeschwörst. Die Menschheit wird einen Krieg erleben, wie sie ihn noch nie gesehen hat. Ein Krieg, der 30 Jahre währt, einen 30-jährigen Krieg. Und du wirst schuld sein. Nein! Nie, niemals werden Christen gegen Christen kämpfen. Und doch wird das geschehen. Hass unter den Christenmenschen, das ist die Saat, die du ausstreust. Und mit Christenblut wird sie gedüngt. Die Tragik liegt sicherlich darin, dass Luther das Gute wollte. Die biblische Botschaft, den Gott des Friedens, der Gerechtigkeit und dann doch damit diesen entsetzlichen Krieg, dieses mörderische Gemetzel ausgelöst hat. Es lädt sich Konfliktpotenzial zwischen Katholiken und Protestanten auf und entlädt sich wiederum auch das leider die andere Seite der Medaille der Reformation. Gut 20.000 Seiten umfasst das theologische Gesamtwerk Martin Luthers. 20.000 Seiten, auf denen er zu allen Glaubensfragen Antworten gibt. Mit diesem Gedankenkosmos begründet Luther unsere Neuzeit. Vor allem mit einer Entdeckung, die der Freiheit. Jeder Mensch soll über sich und seinen Glauben selbst bestimmen können und nicht mehr die mächtige Kirche. Das Titelblatt seines Werkes versinnbildlicht Luthers neues Menschen- und Gottesbild. Weder Papst noch Priester sind notwendig, wenn ein Christ sich dem Gekreuzigten zuwendet.
Was aber sein politisches und geografisches Weltbild angeht, so lebt Luther noch ganz im Mittelalter. Auf seiner Weltkarte fehlt noch Amerika. Und Afrika ist für ihn das ferne Land geheimer Fabelwesen. Von Asien weiß er nur, dass von hier eine teuflische Militärmacht heraufzieht, die Türken. Europa aber beherrscht wie ein Löwe die Welt. Von hier aus wird die Welt regiert. Und von hier aus wird auch Gottes Wille offenbart. Niemals hat es Luther erstaunt, dass ausgerechnet von diesem Arbeiterhaus in Eisleben, seinem Geburtshaus, die Weltrevolution Gottes ausgehen sollte. Durch ihn, den Bergmannssohn, der in diesem einfachen Holzbett das Licht der Welt erblickte. Und der später so ganz andere Wege ging, als die, die sein Vater für ihn plante. Nun war Luthers Vater sehr bestimmt. Er wollte, dass dieser Sohn was wird. Er war aufstrebend, hatte durchaus wahrscheinlich auch Kapital gemacht. Und jetzt soll dieser Junge was werden. Unbedingt. Druck. Ich denke schon, der Druck des Vaters und dieser Druck, Gott wohlgefällig zu sein, haben am Anfang eine große Rolle gespielt. Gegen dich habe ich gewütet, den eigenen Vater, damals, als ich Mönch ward. Du wolltest, dass ich ein großer Rechtsgelehrter werde. Aber ich wollte Mönch sein. War es Hochmut? Was kann ich mehr sagen, als dass es mir ja nie um mein Leben geht, sondern immer, immer um die Lehre Christi? Ja. Versöhnen. Vater, ich schicke dir dieses Buch, damit du daran sehen kannst, durch welche Zeichen und Kräfte Christus mich vom Mönchsgelübde losgemacht hat. Mich mit einer so großen Freiheit beschenkt hat, dass ich, obwohl jedermanns Knecht, jetzt niemandem mehr untertan bin, als ihm allein. Gott allein. Der Bergstollen, den der Vater erwarb. Damals führte er mich zum ersten Mal hinein in den Schlund. Der stolze Hüttenmeister. Zum ersten Mal in den stickigen Schwefelgeruch hinein. In den Dunst des Teufels. Hüte dich! Hier ist der Ort, wo der Teufel alles verspiegelt. So mahnte der Vater damals. Wo manches Glitzern von Gold nicht mehr ist als böser Betrug. Gülden, aber wertlos. Aber hier, in ihm ist aller Schatz der Welt verborgen. Kupfer und Silber. Doch nur durch harter Hände Arbeit bringt man es hervor. Und wie der Vater das Erzgestein durch seine Hände Arbeit veredelte, so wollte auch ich durch fromme Leistung mein sündhaftes Leben vor Gott veredeln. Ja, so war's. So war ich ganz das Kind meines Vaters und doch ganz anders, als er es sich wünschte. Leistung. Immer Leistung. Vom streng gehaltenen Kind zum noch strengeren Mönch. Vom Mönch zum freien Christenmenschen. Und jetzt? Zum eingesperrten Junker Jörg. Einen Weg zurück. Einen Weg zurück zu mir selbst. So gesehen war Luthers Vater ein starkes, männerprägendes, leistungsorientiertes
erfolgsorientiertes Übervatermodell, dem sich der Junge entziehen wollte. Wenn man jetzt guckt, hat er sich dem gar nicht entzogen. Sondern hat, also der Vater könnte stolz sein auf den Sohn, welches Bergwerk der eröffnet hat. Also welche Kohle der geschürft hat, welches Gold er aus dem Berg geholt hat. Also so gesehen steht sozusagen Luther mit 63 vor seinem Vater und sagt, Auftrag erfüllt. Zum Adler taug ich nicht, Berlepsch. Und auf die Jagd gehe ich auch zum ersten Mal. Aber wenn ich schon ein Vogel sein soll, in eurem Reich der Vögel, dann wohl eher die Nachtigall. Die trällert schon im ersten Morgenlicht die frohe Botschaft. Wie ich das Evangelium. Ein Ausflug. Nur eine Flucht auf Zeit. Es ist das Vergnügen der Reichen und Mächtigen. Die Jagd. Eigentlich nichts für einen Gottesmann. Und doch passiert an diesem Tag in den Wäldern Thüringens etwas Entscheidendes. Es wird der Tag, an dem Luther den ersten Schritt auf dem Wege zu seiner Befreiung tut. In seinen Briefen erzählt Luther von diesem Herbsttag. Es war etwas ganz Besonderes. Das erste Mal nach Monaten der Haft auf der Wartburg raus aus der Isolation. Ironischerweise zu einer Jagd und nicht zu einem beschaulichen Ausflug. Und dann wird es für ihn zu einer Schlüsselszene in seinem Leben. Für ihn schließt sich mit diesem Tag eine ganz neue Erkenntnis auf. Es zeigt, dass ihr nicht nur Bischöfe und Päpste jagen könnt. Zum Jäger tauge ich mein Lebtag nicht. Ich bleib hier stehen. Tut ihr noch, was ihr tun müsst. Na gut. Dann bleibt in Gottes Namen da stehen. Ich gehe dorthin. Schreit, wenn sich was rührt. Und treibt damit die Beute vor meinen Bogen. Schreit so laut, wie ihr vor dem Kaiser in Worms geschrien habt. Das ist ja ein reales Erlebnis, das wirklich so passiert ist, was Luther in seinen Briefen ja auch beschreibt. Aber für ihn war es viel mehr. Der Hase, den er schützt unter seinem Ärmel, ist ja die Christen. Der Hund, das ist für ihn der Teufel. Nicht irgendwie eine geistige Macht, sondern was ganz Reales für Luther. Die ist noch in der Lage, trotz dieses Schutzes, den Hasen zu beißen, tot zu beißen. Und das war für Luther der Ansporn, die Schlüsselszene, jetzt mehr zu tun. Um die Christenheit zu schützen, für ihn ging es eigentlich jetzt erst richtig los. Berlepsch, ich muss fort. Ich muss nach Wittenberg. Ich habe Befehl, ihn hier zu halten. Befehl, Befehl, auch ich habe Befehl. Befehl vom Allerhöchsten. Ich muss nach Wittenberg, bevor der Teufel die ganze Stadt in Brand setzt und die Welt dazu. Die Welt? Sie steht ja schon in Flammen. Alles gerät in Unordnung. Selbst die elenden Bauern haben vergessen, wo Gott sie hingestellt hat, dass sie sich der Obrigkeit fügen müssen. In Wittenberg sollen eure Anhänger schon heilige Bilder aus der Kirche gerissen haben. Das sind nicht meine Anhänger. Gott ist mein Zeuge. Nie habe ich Gewalt gewollt. Nicht gewollt, nicht gewollt. Die Saat, die ihr ausgestreut habt, sie geht eben gegen euren Willen auf, Luther. Und irgendwann wird sie euch mitreißen. Allein das Wort der Bibel wird uns frei machen. Das ist meine Predigt. Gott ist da, wo sein Wort ist. Man muss die Bibel lesen, statt den Papst hören. Der Papst versteckt das Buch. Dann holt es wieder vor, Luther, in Gottes Namen.
Und schickt nicht euren empfindlichen Körper in die Schlacht, sondern eure Botschaft, die hält wohl mehr aus. Das Wort. Ja, das Wort. Sie müssen es nur verstehen können. Ich muss es ihnen aufschließen. Ich muss es in ihre Sprache bringen. Die Bibel muss tausendfach unter die Menschen. Ja, tausendfach. Ja, das war schon wirklich gigantisch und genial. Dieses Projekt, die Bibel ins Deutsche zu übersetzen, das Neue Testament in nur 10 Wochen, dieses dicke Neue Testament. Und das hat er wie besessen geschrieben und hatte eigentlich nur ein Ziel. Alle Menschen sollten ohne irgendein Medium, ohne einen Priester, einen Bischof, den Papst, auch ohne Latein oder Griechisch können zu müssen, an die Ursprünge der Religion zurückgeführt werden. Sozusagen an die Quelle, an das Wort. Luther beginnt sein Mammutwerk, die Übersetzung des Neuen Testaments. Hier auf der Wartburg entsteht das Buch, das wie kein anderes Einfluss genommen hat auf die weitere Geschichte Deutschlands und die der ganzen Welt. Unbeirrbarer Glaube und ein geniales Sprachgefühl trafen zusammen. Sie schufen ein Werk ohnegleichen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an den Glauben nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheinet in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht begriffen. Und das Wort ward Fleisch und wohnete unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit des Eingeborenen. Des Papstes. Schreiben. Ohne Unterlass schreiben. Mehr noch. Mut haben. Vertrauen. Und endlich heraustreten aus dem armseligen Schlupfloch. Aus tiefer Not schreie ich zu dir. Herr Gott, erhör mein Rufen. Dein gnädig Ohr neig her zu mir. Dein gnädig Ohr neig her zu mir. Und meiner Bitt es öffne. Denn so du willst das Sehen an. Denn so du willst das Sehen an. Was sind und Luther hatte da eine großartige Gabe. Es wird ja oft gesagt, die lutherische Kirche ist die Kirche des Wortes, die ist so kopflastig. Das ist eine einseitige Sicht auf die Geschichte. Luther hat eben auch das Lied geprägt. Ich denke auch, dass bei uns Posaunenchöre so eine große Rolle spielen in der Kirche der Reformation. Hängt mit Luther selbst zusammen, der eben auch über die Sinne Glauben weitergegeben hat. Luther entstaubt die alten Mönchsgesänge. Er selbst komponiert neue, kraftvolle Melodien.
übersetzt die lateinischen Texte ins Deutsche. Das gesungene Wort. Es steht von Anfang an im Zentrum des lutherischen Gottesdienstes. Und nicht nur für Luther ist es die Arznei gegen Schwermut und Verzweiflung. Die Arznei gegen den Teufel. Gegen den Teufel im eigenen Herzen. Der Teufel ist überall auf Erden, in jedem Ding. Er hört nur auf, wenn man ihn bezwingt. Wenn einer Wirklichkeit ist, bist du's. Du bist auf Erden gefallen und nun bist du in allem. In allem. Aber hauptsächlich bist du in uns. Früher schrie ich über die furchtbaren Qualen, die der Teufel mir machte. Aber dieser Erzfeind in mir, das war ich selber. Meine Einsamkeit, meine Verzagtheit, mein Trübsal, meine Zweifel. Spuren im Kampf zwischen mir und mir. Christus muss auferstehen, ganz auferstehen in mir. Aus Junker Jörg muss wieder Luther werden. Am 1. März 1522 wird aus Junker Jörg wieder Martin Luther. Gegen den Willen des Kurfürsten verlässt er die schützende Burg, den Ort, an dem er den schwersten Kampf seines Lebens führte, den Kampf mit sich selbst. Aus dem ungestümen Revolutionär wird ein zielstrebiger Reformator. Jetzt trägt er unerschrocken seine Reformation in die Welt. In den 24 Jahren, die ihm jetzt noch bleiben, wird er sich nie mehr hinter Masken verstecken. Zurückgekehrt nach Wittenberg wird er zum Leitstern des Protestantismus. Die besitzlosen Bauern aber, die sich von ihm Unterstützung im Kampf um ihre Freiheit erhoffen, wird er bitter enttäuschen. Er will nicht Politiker sein. Er will allein Gottes Wahrheit verkünden. Während im Bauernkrieg Tausende grausam ihr Leben verlieren, heiratet Luther die entlaufene Nonne Katharina von Bora und gründet eine Familie. Die Übersetzung der gesamten Heiligen Schrift erscheint 1534. Seine große Tat, mit der er den Deutschen ihre Sprache schenkt. Als er 63-jährig auf dem Sterbebett liegt, ahnt er nicht, dass der Religionskonflikt, den er heraufbeschwor, in einem der schrecklichsten Gemetzel der Menschheitsgeschichte münden sollte: dem 30-jährigen Krieg.